So, und weiter geht's mit Genshin und ja, ein Coding-Lag, bla bla. Ist doch immer zu Anfang. Was? Wo kommen die schon wieder her? What the hell? Und die Reichweite halt. So, was steht jetzt heute an? Eigentlich steht heute einfach nur ganz normal Sumero an. Und ich wollte eigentlich als erstes erstmal Richtung Inazuma City ja weiterlaufen. Was mich jetzt noch irgendwie wundert ist. Ach so, warte mal, warte mal, warte mal, warte. Kann das sein? Du bist aktiviert. Die bleiben da. Aber wenn ein Herz drin ist, also ein Sumero-Herz, ein Dendro-Herz, dann sind die auch wirklich fertig. Kann das sein? Wahrscheinlich. Ich würde immer noch extrem gerne jetzt wissen, wo ich hier Dingens brauche. Dieses Dendrocranum da unten. Bei dem Stein. Ich meine, das wird ja nicht ohne Grund da sein. Aha. Wegen dem vielleicht? Wenn ich jetzt kein anderes hier in der Umgebung finde, dann ja. Okay. Nebenbei habe ich mich gestern Abend noch nach langem Hin und Her gegen Tainari entschieden. Denn Sinnoh ist einfach fucking geil. Ich habe mir angeguckt, was er macht. Und entschlossen, es gefällt mir. Auch wenn er wieder mal Polar im Impact ist, aber. Nee, er ist einfach. Erstmal sein Jackal-Aussehen ist schon mal geil und. Achtung, falls jetzt hier doch irgendjemand. What's up ahead? Hä? Oh, schon wieder. Der komische Goff-Typ, den habe ich gestern Abend nochmal gerettet wieder. What the fuck is wrong with you? Das ist jetzt das vierte Mal oder so. Das fucking vierte Mal. Ja, again, seriously. Ja. Der sagt doch nichts anderes mehr. Es ist immer so ein Quick-Ereignis halt jetzt. Eieiei. Nee. Ab jetzt könnten Spoiler folgen. Also, wenn es doch irgendjemand bis zu diesem Video geschafft hat, Ohren zu halten oder skippen. Ja, Sinnoh ist quasi ein Mix aus Shao und Razor. Lustigerweise. Und er nimmt von beiden wohl irgendwie das Bessere. Mehr oder weniger. Also, sein E ist quasi ein Shao Dash. Nur glaube ich nicht in der Luft, weil er hat keine Anemo. Aber okay. Wieso kann ich die nicht einsammeln? Ach, wirklich? Ich habe einen Disconnect? Es ist schon lange nicht mehr passiert, dass ich mal kein Internet mehr hatte. Das letzte Mal, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass es passiert ist. Ja. Hat sich wohl gefangen anscheinend. Oder? Er hat die Sachen auch eingesammelt, okay. Ich schließe Twitch gemutet und ich öffne es und habe auf einmal. Was war das? Es sah gerade aus wie eine Rübe. Alleine für die Viecher würde sich jetzt schon wieder so sehr lohnen, Jan Faith zu nehmen. Einfach nur, um die rauszujagen aus dem Boden. Aber dann verbrenne ich mich selber und darauf habe ich keine Lust. Nee, Kurzfassung, er übernimmt von Shao diesen Dash in Anführungsstrichen. Also übernimmt ihn nicht wirklich komplett, aber so ansatzweise halt übernimmt er ihn. Ich wollte nach Inazuma City, was mache ich hier? Sumero City. Oh Gott, der Mondstadt hat sogar doch Sinn. Mondstadt macht Sinn, weil Stadt schon City ist. Oh mein Gott. Und ich beschwere mich gestern noch. Sie haben mitgedacht. Du stehst immer noch hier, Kolei.
safe trip to Sumeru City and get to meet the Dendro Archon there. Oh ja, vielen Dank. I'm much better now. I'll be back on patrol again starting tomorrow. Even though I'm not quite ready to help Master clear the Withering Zones yet, there are still plenty of other tasks for me to handle. Oh, and Traveler? If you ever see Amber again during your travels, please don't mention my illness to her, okay? Ist ja nicht so, dass sie eigentlich weiß, dass du krank bist. Okay. Amber knows about my case of Eleazar and what's happened in my past. But I haven't told her about my condition getting worse. Also. I guess I just don't want her to worry about me. If the need arises, I'll tell her about it myself. Alright, we understand, Kale. I hope you have a safe trip to Sumeru City and get to meet the Dendro Archon there. About Peter Pockets. Kinda hard to believe that Master Tainari can cook, isn't it? His culinary techniques are very polished, but his taste is a little... unusual. It's not really his fault, though. He just has a sensitive tongue and nose, so he prefers much lighter flavors. The last time I went a little too heavy on the spices for my pita pockets, Master started having a sneezing fit. Of course, I never heard the end of it after that. I hope you have a safe trip to Sumeru City and get to meet the Dendro Archon there. Okay, das ist interessant. See you later. Be sure to come back often. Even though Master didn't admit it, I'm sure he wants to see you again. Mhm. Das ist interessant, dass das Gespräch nicht abbricht andauernd. Ist das neu? Ich muss da ganz kurz einen kleinen Cut setzen. Moment. So. Gut, ach so, warte mal. Hab ich das Ding da oben echt nie gesehen? Aber dann gehört das Ding ja auch noch nicht dazu. Muss ich echt... Blickrad, muss ich echt auf Schalde wechseln, damit ich solche Kackdinger treffen kann? Ah. Alternativ halt Kohle oder halt wirklich mit der Pillar versuchen ranzukommen. Jetzt frage ich mich aber immer noch, was mit den Dingern ist, die da hinten bei dem Rune Guard waren. Weil. Waren halt verschwunden. Aber ich habe sie auch nicht aktiviert. Die müssen also eigentlich ja noch da sein. Dendro-Explosionsfässer. Na klasse. Oh ja, shit. Ich sehe doch noch auf Tataglia wieder. Wo brauche ich denn dieses Dendrokranum? Ich meine, die sind drei Stück in einer Linie quasi fast, aber... Wenn nicht so weit voneinander entfernt zu nutzen sein. Da oben halt. Eigentlich muss da unten ja irgendwas sein dann. Ach, nebenbei, sehe ich das gerade richtig? Ist das da unten der Punkt, wo ich die Blumen gesammelt habe? Müsste, oder? Das heißt, da ist die Rivering Zone. Ich kann mir denken, dass ich von da aus vielleicht dann darüber muss mit der Blume. Und da was ist, was ich aktivieren muss. Oder das ist als Alternative zu einem Dendro-Charakter gedacht, dass man nicht immer den nutzen muss. Das könnte auch sein. Okay. Meine Verwirrung ist gerade leicht davon gegangen. Weil das nicht so extrem viel Sinn ergibt sogar. So wie Dendro-Elektrokranum als Elektroersatz dienten. Und Dendro-Kranum als Dingens und Anemokranum. Als Anemo-Ersatz für bestimmte Sachen. Ich meine, wir waren bei Anemo nur die Windcurrents, aber naja. Okay. Also, so komme ich dahin. Hier schreiben die gerade alle so viel. Die sollen nicht so viel schreiben, denn. Ich warte eigentlich auf eine Nachricht, dass der Einkauf gleich zu Hause hochgerückt werden muss. Und. Darauf habe ich wenig Lust. Prinzipiell.
Naja. Aha, hallo? Hey, jetzt geh schon besser, wer ist jetzt going? Ja, keine Ahnung, wo es hingegangen ist. Ist einfach in den Boden verschwunden. Hallo? Was soll denn der Scheiß denn? Ich wollte da rüber. Hi. Solidify. Okay, ich nutze gerade den Traveler, um Barbara zu funneln. Das ist ein bisschen blöd. Irgendwie ist das nicht ganz gut. Remarkable Chest. Aha. Nein, jetzt wird die ganze Zeit das scheiß rote Symbol wieder für die das Inventar. Oh no. Könnt ihr nicht auf irgendeine Weise ein Team mit Mona erstellen? Das sinnvoll wäre. Okay. Ich könnte Mona heilen lassen. Mit Prototype Amber. Aber das glaube ich auch nur auf dem Burst, oder? Moment. Wenn ich jetzt die Kräfte mit habe, dann kann ich auch das machen. Da, Prototype Amber. Using an elemental burst regenerates 6 energy every 2 seconds for 6 seconds. Optimus will regenerate 6 HP every 2 seconds for this duration. Okay. Ich könnte ihr das geben und könnte sie heilen. Sie trägt aber kein Artefakt-Set, weil sie eigentlich das von Shinshou trägt hin und wieder. Dementsprechend bringt das dann gar nichts, glaube ich, gerade. Und sie muss halt bursten. Das heißt, sie braucht definitiv Dingens. Wollte ich gerade gucken? So, Mona wollte ich gucken. Achso, sie trägt gar nichts, sehr gut. Ihre Burstkosten wollte ich gucken. 60. Ja gut, geht sogar noch. Naja, nee, aber dann kann ich bessere Alternativen nehmen. Und so oft muss ich auch nicht über Wasser jetzt unbedingt rennen. Jetzt ist die Frage, wo das Vieh hin ist. Ist das hier unten? Irgendwie nicht, glaube ich, oder? Wir machen aus, dass es einfach nach oben weiter hier gegangen ist und nicht nach unten. Oben würde nämlich noch halbwegs Sinn ergeben. Aber hier auch nicht, also noch weiter nach oben. Im Wasserfall hoch. Kann das sein? Komm ich da hoch? Ich komme da oben sowieso wieder lang, von daher. Da kletter ich jetzt nicht hoch. Nee, nee, nee. Wobei Monas Sprint auch auf Land, glaube ich, weitergeht. Einen alternativen Sprint zu nutzen wäre schon ganz cool. Theoretisch könnten, ja, ich könnte auch. Gibt auch noch Dingens sonst. Na, wie heißt sie? Hier. Sayu, aber. Da habe ich, glaube ich, kein vernünftiges Bild für. Stabilize. Und die hat auch nur wieder Burst Healing. Let the show begin. Ich muss aber sagen, das ist jetzt wieder so ein bisschen blöd. Also entweder buffe ich den Traveler mit dem Attack Damage Bonus. Oder, ja, keine Ahnung. Ich verschwinde die Partikel komplett für sie. Zumindest Partikel ohne Burst. Mit Burst wäre es, glaube ich, ein bisschen anders. Also jetzt bin ich auch weiter oben. Aha. Da ist ein Dendrocranum.
Ja, komme ich definitiv von oben gleich besser ran. Achso, Glühwürmchen. Es ist ungewohnt, mit dem Traveler rumrennen zu müssen. Aber ich habe ein halbwegs funktionierendes Bild. Und ja, eine Waffe. Nur keine gelevelten Talente, aber die kann ich auch noch nicht gelevelt haben. Und daher ist alles im guten Bereich. Was den angeht. Zack. Es ist auch nur ein umgefallener Baum, den sie zweckentfremdet haben. Na, sie raten, du bringst mich zu den Dingens hin. Ja. Dann bin ich dann hochgegangen. Der Schnupsi-Pupsi ist nicht hier. Ist doch hier unten irgendwie? Was halt? Nee. Noch nehmen wir weiter. Ist er doch hier unten irgendwo? Zack. So. Ihr hättet alle Daumen, bevor die Dinger explodieren können. Ja, wo? Achso. Geht sogar Schaden. Joa, so, da ist auch ein Dendrokranum. Warum sind hier so viele Dendrokranums? Warum sind hier so viele Dendrokranums? Okay. Nebenbei habe ich das Gefühl, dass jetzt der Einkauf da sein könnte und ich nicht vorgewarnt worden bin. Das gefällt mir nicht. Und würde ich jetzt eigentlich auch schon hier einen Hardcut setzen. Aber... ja, wie gesagt, das Ding wird nur dafür da gewesen sein, das zu aktivieren. Jetzt noch mal zumindest da gucken. Da bin ich da lang gegangen, so ein bisschen, ja. Hier ist nicht wirklich viel, was interessant ist. Zack. Ein bisschen Mora. Zack. War ich nicht hier sowieso schon so ein bisschen? Ja, ansatzweise eventuell. Was hat es mit dir auf sich? Ah, warte mal. Kann es sein, dass nicht alle mit... brauche ich für dich vielleicht den Dendrokranum? Oder bist du auch schon aktiviert? Ah, nee, du bist noch nicht aktiviert, oder?
Moment. Da könnte es jetzt sogar halbwegs Sinn ergeben. Bin mir nicht sicher, aber theoretisch sollte das doch hinhauen, oder? Die Elektro zu führen. Probier's noch mal ganz kurz aus. Zack. Pyro. Nö, okay. Gut, hat sich was damit. Ist also vollkommen egal, das Ding. Let's take shelter for the time being. Oh, na klasse. One of my people will be here with umbrellas momentarily. Was zum Fick ist das da unten? Das immer noch? Das ist der Weg, wo das Regen-Ding war. Ich glaube, was mir gerade auffällt, ist, dass in Sumeru der Regen dynamisch ist, kann es sein? Andere Regionen hatten ihn teilweise festgesetzt für manche Bereiche und hier ist er einfach dann. Immer dann, wenn er gerade Bock hat. Was bist du? Wie bist du? Du bist im Gegensatz zu anderen Leuten instant aggro. Okay. Aber sonst bist du genauso blöd. Gut. Ja gut, die anderen war ja sowieso nichts mehr. Hier war ich ja schon. Wieso sind die Viecher auf einmal hier? Und vor allem, was seid ihr für Viecher? Solidify. Propagate. Was seid ihr für Viecher? Lizards. Ayaka was always scared of thunder as a child. Until one day, mother told her that the sound of thunder is the voice of the almighty Shogun. After that, she would start focusing intensely every time she heard the sound of thunder. As if by concentrating hard enough, she'd be able to hear exactly what Her Excellency was saying. Okay, nette Lore. Sammle ich, brauche echt einen Kackdingens dafür. Kann ich darauf stehen? Nein, natürlich kann ich nicht darauf stehen. Das ist super, wenn ich jetzt noch die Dendrokranum hätte. Ideal gelegen. Nein, nicht so abspringen. Nein, nein, du sollst deine eigene Säule besteigen. Hallo, Gio Daddy. Sei, hör auf, dumm zu sein. Jetzt sind die wieder weg sein. Er hält nur 30 Sekunden, die wird gleich weg sein. Wetten, sobald ich oben stehe, ist sie weg. Euer Ernst? Ja, natürlich, jetzt ist sie weg. Stabilize. So, wenn ich jetzt darauf nicht stehen kann, weiß ich auch nicht. Den Trokranum erneuern. Oh Mann. Wieso habe ich eigentlich keine Ausdauer? So. Oh nee, fuck my life. Das geht nur mit den Dingern immer. Solidify. Okay, das ist komisch. Wie zum Teufel ist das passiert? Muss ich jetzt echt auf Schalde wechseln, damit ich so eine Scheiße nicht anderen probieren muss? Gather. Oder auch nicht. So.
Bevor ich es jetzt noch 10.000 Mal mache. Moment. War zwar ganz geil mit Ayatru die ganze Zeit das zu machen, aber ich glaube, das ist das sinnvollere Team, wenn es um Herausforderungen geht. Oh Mann. Stabilize. Propagate. Let's dance. Ja. Zumal ich ja theoretisch in Kämpfen ihn komplett ausreizen kann, wenn ich möchte. Bin ja nicht von den Cooldown so sehr abhängig jetzt hier. Na, was habe ich hier gemacht? Achso. Erze. Ja, Frosch. Na. Also eventuell sollte ich noch hier mit denen markieren, dass ich den hab. Da geht's irgendwie hoch. Wie weit geht's hier unten jetzt eigentlich noch? Eigentlich wollte ich in die Stadt rein und mit den Leuten reden, endlich. Aber ja, ohne auf Abwägen wieder mal. 2 Minuten, nachdem er angefangen hat. Ja gut, ihr seid Tiere, die etwas mehr aushalten. Prinzipiell. So, das war's auch schon. Na gut, das war offenbar falscher Alarm. Doch noch kein Einkauf. Keine Ahnung, was ich dann gehört habe. Ich hätte ein Auto auf die Auffahrt fahren hören. Das ist jetzt so eine Sache. Das ist faul. Es regnet in der Höhle. Ich mach doch mal einen Screenshot. No time to lose. Naja, lautes Screenshot-Geräusch. Super. Wenn ich jetzt eh gerade hier unten bin, dann kann ich so hier unten weiter rennen noch und gucken. Zumal, da ist eine Serie, da will ich gar nicht hin. Hi, du bist größer als der Rest. Gator Raja, Overgrown Gator. Aha. Ja gut. Also wie diese Riesenbohr wahrscheinlich dann, Bohr. Drachengrad. Finde ich ganz nett, wenn es auch mal irgendwie große Tiere gibt, die das machen und machen sollen. Frage ist, will ich jetzt da hochlaufen? Eigentlich nicht. Den Weg hochlaufen will ich eigentlich gar nicht. Jetzt mache ich, trotzdem mal die Serie. Die ja hier unten eh hinläuft, okay. Und da scheint auch gleich Sackgasse zu sein mit dem Wasserfall, von da passt das ganz gut. Den kann ich da auch, glaube ich. Cutten. Oh Gott, noch nicht ganz wach. Ja, erst bin ich heute Abend erst um 3:45 oder so eingeschlafen, also heute Morgen. Also noch später als ohnehin sonst schon. Die letzten Tage. Und dass ich gesehen habe, dass wir am Dienstag jetzt Berufsschule haben, das hat es nicht gerade besser gemacht. Mit meiner Motivation, früher schlafen zu gehen. Now I just need to get my hands on the rest. Just saying. Aber gut. Yep. Ich habe ja noch 3 Tage jetzt eigentlich. Aber eigentlich habe ich heute sogar noch 4 Tage. Muss aber sagen, die Dendrocooli sind relativ... perfect weather for fishing. Ja, relativ, brüde gesetzt bisher. Also, warte, ja, toll. Das ist, wenn man sich nicht vernünftig drehen kann in der Luft. Oh mein Gott. Das ist so geil einfach. Warum nicht gleich so? Das sind quasi Spurpilze. Das sind die Dinge aus Twilight, nicht Twilight Princess, sondern aus Skyward Sword einfach.
Eiskalt. So, und so können wir jetzt hier oben theoretisch weitermachen. Da ist hier so ein komisches Musikding. Nenn's einfach mal Musikding. Ich will hier oben noch gar nicht sein. Aber gut zu know, dass man hier hochkommt auf normalen Wege. Ja. Da kann ich noch rüber. Ja, ja. Hallo, hallo. Hör auf, runter zu rutschen. Da gehört auch alles den Weg da oben, da will ich eigentlich auch nicht hin. Zack. Ja, ihr seid besattelt von Hilchholen. Mhm. Wie gesagt, hier oben will ich eigentlich gar nicht sein. Solidify. Wieso rennt ihr eigentlich mit Fackeln durch die Gegend? Interessant. In gewisser Weise. Mein Weg rückwärts rennen wäre halt noch ganz cool irgendwie. Ja, nee, das ist noch so viel, was ich nicht geguckt habe. Da will ich gar nicht hin. Nee, nee. Bogen ist okay, alles andere ist schon wieder zu viel. Ich könnte jetzt den Weg zurückgehen, theoretisch. Und dann würde ich hier nämlich hochkommen. Okay, so ist das, glaube ich, auch gedacht, kann das sein. Ich kann hier hochlaufen, aber ich kann auch da hochlaufen. Da ist das Pilze-Wunderland. Es gibt so viele Wege, die man entgegen kann. Ah, warte mal, hier geht's doch bestimmt die Höhle rein, wo man dann dahin kommt, oder? Da geht auch eine Höhle rein. Okay. Ja, wie war es mal Oni in der Summer City einfallen? Sumeru City. Das wäre so eine ganze Weile Sumeru City. Ach, in der Summer City heißen für mich. Wenn man ein Jahr lang mal in der Summer unterwegs war, gefühlt. Gather. I'll protect us. Jetzt habe ich aber Autotüren gehört. Bin ich mir sicher. Und vor allem sehr nah. Dann würde ich mich jetzt hier an der Stelle Ciao sagen und beenden. Und ja, bis dann.